Einen guten Abend wünsche ich Ihnen und ein herzliches Willkommen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen zur Ruhe kommen und dann auf ein gemeinsames Vorspiel hören. Ja, beinahe hätte ich gesagt, seit aus der Frau Zimmermann die Frau Salzmann wurde, spielt sie noch vehementer. Aber das war vorher schon so, das war ganz wunderbar. Michael Schütz, befiehl du deine Wege, heißt das Stück. Wir wollen unsere Versammlung im Namen Jesu beginnen. Und ich grüße Sie mit der Losung des heutigen Tages. Herr, sei unser Arm alle Morgen, ja unser Heil zur Zeit der Trübsal. Wir wollen unseren Gott gemeinsam loben. Amen, Amen, lauter Amen und singen dieses Lied, das man auch im Grünen Liederbuch unter der Nummer 450 findet, aber ebenso an die Wand projiziert. Dort sind es dann die Strophen 1, 2 und 5. Amen.
Ja, wir haben heute den zweiten Teil unseres Bruders Winfried Meisner zum Thema »Worauf soll der Glaube ruhen?« Falls Sie den ersten Teil nicht gehört haben, wir begrüßen ja auch unsere Online-Teilnehmer, dann kann der gut nachgehört werden. Im Livestream kann man dann später auch bei YouTube das abrufen und auch auf unserer Homepage haben wir das in unserer Mediendatei. Also heute der zweite Teil und auch dazu begrüßen wir dich ganz herzlich, auch wenn das ein Heimspiel für dich ist, denn du gehörst ja zu unserer Gemeinde. Gottes Segen für deinen Dienst und schön, dass du diesen Doppeldienst übernommen hast auf unsere Bitte. Unsere intensive Bitte habe ich ja schon letzte Woche angesprochen. Und es ist schön, dass du dem Ruf Gottes gefolgt bist. Ja, was gibt es sonst an Informationen noch zusammen? Was bleibt einem auch anders übrig? Ne? Mir sagte mal einer, der Ruf der Brüder, der Ruf Gottes. So einfach ist das. Ja, wir haben im Anschluss für alle, die Kinder Gottes sind, unsere Mahlfeier. Dann haben wir schon wieder Pfingsten. Mensch, die Zeit, die rast voran. Franz Beckenbauer hat ja gesagt, ja, haben wir schon wieder Weihnachten? Nein, noch nicht, aber Pfingsten, Pfingstsonntag, Gottesdienst, Gott sandte den Geist seines Sohnes, Andreas Schäfer, Galater 4, 6 und 7 und dann am Pfingstmontag Gottesdienst mit Norbert Rose, Text aus Epheser 4, ist die Einheit noch, hat ein Klammer gesetzt, zu erreichen, ist die Einheit zu erreichen, Klammer, noch zu erreichen. Nächsten Dienstag laden wir ganz herzlich ein zu einem Missionsvortrag der Evangelischen Karmelmission, 20 Uhr, also etwas später, sind schon Familienfreizeiten, Zeiten, 20 Uhr, Thema Gott handelt mächtig im Libanon. Mittwoch in einer Woche wird Norbert Rose die Bibelstunde halten, er macht Fortsetzung im Kolosserbrief, Kolosser 2, die Gemeinde von allen Seiten umkämpft. Herr, dein Wort, die edle Gabe, ein Lied von Graf Zinzendorf, zwei Strophen, die wir jetzt gemeinsam vor der Textlesung und Gebet singen wollen. Ja, zwei ganz grundlegende Worte, die man immer bringen muss, wenn es um Inspiration und Wort der Wahrheit geht. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zweite Stelle kommt aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 21.
Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung, keine Prophetie in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wir wollen beten. Und wir danken dir, Vater, dass wir uns in diesem heiligen Jesus-Namen versammeln dürfen heute Abend, dass du in unserer Mitte bist durch dein Wort, durch deinen Geist, als Lehrender, als Tröstender, als Ermahnender, als einer, der weiterführen will hinein in die ganze Wahrheit. Danke, dass du uns Ohren geben willst, die hören, und Herzensaugen, die sehen. Und wo sein muss und sein darf, da wollen wir uns auch korrigieren lassen und wieder auf die rechte Spur setzen lassen, auf die Jesusspur hin zu dir. Und wir danken dir auch heute Abend besonders für deine weltweite Gemeinde, auch die verfolgte Gemeinde. Und du siehst, wie die Wölfe im Schafspelz auch immer mehr in deine Herde eindringen und Beute machen. Und da gib uns Gnade, dass wir bei dir bleiben, bei der Stimme des guten Hirten, und dass wir den Wölfen wehren und dass wir nicht Irrlehren anheimfallen und eine Beute des Feindes werden. Wir danken dir für unseren Bruder Winfried Meißner. Wir bitten dich für ihn, dass du ihn segnest und ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, wie es dir gefällt, damit dein Name geheiligt, dein Name geehrt wird. So wollen wir dich preisen und loben. Gelobt seist du. Amen. Darf ich dich bitten? Guten Abend. Worauf soll der Glaube ruhen? Das ist die Frage heute Abend. Und da wollen wir vor allen Dingen auf das hören, was Gottes Wort uns selber sagt. Da sind sie wieder, die Walnüsse vom letzten Mal. Und da geht es um die Frage, wo ist der Kern und was ist die Schale? Gerade im Blick auf die Antwort, auf die Frage, worauf soll der Glaube ruhen? Ja, worauf denn? Wo ist denn der Kern? Und wo ist die Schale? Was ist denn dann die Grundlage des Wortes? Und da keine zwei Theologen sich einig sind und derjenige, der eine Meinung dazu hat, ja dann eigentlich sich über die Bibel stellt, über Gottes Wort stellt, eigentlich jetzt das Machtwort spricht, das ist der Kern und das ist die Schale, das Ganze schon fragwürdig, so haben wir es letztes Mal gesehen. Es geht um die Frage in der Bibel, was ist da das Gotteswort und was ist Menschenwort? Wo ist es rein menschlich und was ist denn dann das Göttliche? Wer hat die Vollmacht, das zu entscheiden? Wir schauen zurück auf das Bekenntnis der Reformation. Luther bekräftigte die Autorität der Bibel als heilige Schrift. Er hat ja diese mehrfachen Soli aufgestellt, Solus Christus, allein Christus, nicht etwa Maria oder der Papst, sondern allein Christus ist der Retter.
Sola Scriptura habe ich jetzt hier rot hervorgehoben, darum das geht es. Das war ihm wichtig, bei allen Fragen, die er auch hatte. Aber Sola Scriptura, allein die Schrift, ist die Grundlage, nicht kirchliche Beschlüsse oder sonst etwas. Sola Gratia, Sola Fide, allein durch den Glauben, allein durch Gratia, die Gnade, können wir gerettet werden, nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Leistungen, und noch Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre und nicht dem Menschen. Dazu gibt es noch weitere Formeln, die das erläutern, was in der Reformation von Luther und auch weiteren Theologen der Nachzeit, Bengel zum Beispiel, auf den Leuchter gestellt worden ist. Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Das heißt, die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Wir erklären die Bibel mit der Bibel. Und tota scriptura, die ganze Schrift, also nicht Teile, wieder die Frage Schale und Kern, sondern das ist schon seit Jahrhunderten Bekenntnisbestand von der Reformation her, die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments ist ein zusammenhängendes Ganzes. Man kann nichts davon wegnehmen, ohne das Ganze zu beschädigen. Tota Scriptura, die ganze Heilige Schrift. Und das finden wir eigentlich genauso auch im Neuen Testament und im Alten Testament. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen daheim, können Sie auch jetzt am Ende des Neuen Testaments, am Ende des Buches der Offenbarung stehen diese Verse, Offenbarung 22, 18 bis 19. Ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung in diesem Buch hören, wenn jemand zu diesen hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt und so weiter, wird Gott auch den Segen wegnehmen und so weiter. Das heißt, das ist unveränderlich. Da ist nichts wegzustreichen, da ist nichts dazu zu tun, da ist nicht Schale und Kern, das ist komplett. Und das finden wir auch im Alten Testament schon. 5. Mose 4, ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes bewahrt, die ich euch gebiete. Und es gibt weitere Stellen im Alten Testament. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Füge seinen Worten nichts hinzu. Proverbien, also Sprüche 30. Und Jeremia 26, 2. Alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und lass nichts weg. Also da wird ausdrücklich das immer wieder angesprochen, Gottes Wort, das schriftliche Wort Gottes, das wir in der Hand haben, die Bibel, ist in sich abgeschlossen. Da darf man nichts wegnehmen, da darf man nichts dazu tun. Und jetzt kommt es eine ganz starke Aussage über die Autorität der Heiligen Schrift, in zwei Bibelstellen, wo deutlich wird, die Heilige Schrift hat eigentlich Teil an der göttlichen Autorität. Ganz eigenartige Stellen, denn die Schrift sagt zum Pharao, seit wann kann die Schrift sprechen, aber es steht hier so, denn die Schrift sagt zum Pharao, genau dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündet wird. Römer 9, Vers 17. Interessant, dass man es mal durchdenkt. Hier hat Gott zu Pharao gesprochen, aber eigentlich ja nicht Gott, sondern er hat den Mose oder Aaron geleitet, diese Worte vor dem Pharao zu sagen. Aber jetzt ist das ja auch aufgeschrieben worden im zweiten Buch Mose, in der Heiligen Schrift also. Und jetzt verkürzt das der Paulus und sagt, die Schrift sagt zum Pharao. Eigentlich war es ja Gott, der es gesagt hat, durch Aaron und durch Mose vor allen Dingen. Gott hat gesprochen, aber die Schrift sagt zum Pharao, das heißt, hier wird das gleichgesetzt. Wenn Gott spricht, spricht die Schrift. Wenn die Schrift sagt, spricht Gott. Oder Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Nationen durch den Glauben rechtfertigen würde. Darum hat sie dem Abraham zuvor verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden.
Also das hat doch Gott dem Abraham gesagt, in diesem Segensspruch in 1. Mose 12. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, hat Gott zu Abraham gesagt. Später wurde das aufgeschrieben im 1. Buch Mose und jetzt heißt es hier, die Schrift spricht zu Abraham. Das wird hier zusammengezogen, zusammengedrängt und dann wird deutlich, die von Menschen geschriebene Heilige Schrift hat göttliche Autorität. Man kann sagen, Gott spricht oder die Schrift spricht, ist dasselbe. Und das finden wir auch in diesem ganz interessanten Kapitel Jeremia 36. Das möchte ich Ihnen mal demonstrieren hier. Da wird deutlich, das mündliche Gotteswort ist identisch mit dem schriftlichen Prophetenwort als legitimierte Prophetenschrift. Was steht da? In Vers 1, es kam dieses Wort vom Herrn zu Jeremia. Also ein mündliches Gotteswort kommt zum Propheten. Was geschieht jetzt? Nimm ein Buch und schreibe. Jetzt kommt das mündliche Gotteswort, das Jeremia gehört hat, in ein Buch. Es wird schriftlich gemacht. Aber nicht er selber, sondern sein Sekretär macht es. Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias alle Reden des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, in ein Buch. Das heißt doch, Gott redet zu Jeremia, Jeremia gibt es weiter an Baruch, der setzt sich hin und schreibt das auf. Und das alles ist immer noch dasselbe, unverändertes Gotteswort, obwohl von Baruch jetzt aufgeschrieben. Dann geht er in den Tempel und da heißt es, Baruch las aus dem Buch die Reden Jeremias im Haus des Herrn. Und im nächsten Vers, in Vers 11 heißt es, als nun Michaja alle Reden des Herrn aus dem Buch gehört hatte, ach, ich dachte, es wären die Reden Jeremias aus dem Buch. Jetzt heißt es einen Vers später, es waren die Reden des Herrn. Das ist austauschbar, denn es ist Gottes Wort durch den Propheten. Und zwar mündlich und schriftlich. Da ist nichts wegzustreichen. Vers 18, er sagte vor mir alle diese Reden aus seinem Mund und ich schrieb sie mit Tinte ins Buch, sagt Baruch. Der König veranlasst diese Schriftrolle zu verbrennen, Stück um Stück. Am Ende ist nichts mehr übrig. Was geschieht jetzt? Vers 28, nimm dir wieder, sagt Gott, ein anderes Buch, Schriftrolle, und schreib alle vorigen Worte hinein, die im ersten Buch standen. Jetzt ist Appell an das Gedächtnis von Jeremia, das alles noch einmal aufzuschreiben und immer noch ist es Gottes Wort. Der schrieb aus dem Mund Jeremias, nämlich der Baruch, all die Reden hinein, die in dem Buch standen, das Joachim hatte verbrennen lassen und zu jenen wurden noch viele ähnliche Worte hinzugefügt. Merken wir, hier wird in diesem Kapitel nicht unterschieden zwischen Gottes Wort und prophetischem Menschenwort. Immer ist Gott die Quelle natürlich. Er gibt den Auftrag, von ihm kommt das Wort, aber Gott stellt sich auch zu dem Wort, das jetzt Jeremia gesagt und Baruch aufgeschrieben hat. Und das alles ist im Endeffekt Gottes Wort. Sogar dann auch noch aus dem Gedächtnis. Und so bestätigt Jesus im Neuen Testament die ewige Autorität des Alten Testaments. Bekannte Stelle Matthäus 5 in der Bergpredigt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Ja, und das Neue Testament? Bis jetzt war ja die Rede vom Alten Testament. Jesus bestätigt es als das Wort Gottes. Und das Neue Testament? Da finden wir auch interessante Stellen dazu. 2. Petrus 3, da schreibt Petrus, haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, ich kürze ab, wie auch die anderen Schriften.
Also hier werden die Paulusbriefe auf die gleiche Ebene gestellt wie die anderen Schriften, wie die Heilige Schrift. Also Petrus schon bestätigt die Paulusbriefe als Heilige Schrift, als einen Teil der Heiligen Schrift. Und noch eine Stelle. Paulus zitiert in 1. Timotheus 5,18 ein in den Evangelien schriftlich festgehaltenes Jesuswort als Heilige Schrift. Da sagt er, denn die Schrift sagt, ist also Begründung dafür, dass ein hauptamtlicher Mitarbeiter im Reich Gottes auch dafür bezahlt werden kann. Es kommen zwei Schriftworte, das war rabbinische Praxis. Aufgrund von zwei oder drei Zeugen sollen jede Wahrheit bekräftigt sein. Denn die Schrift sagt, es kommt das eine aus dem 5. Buch Mose, glaube ich, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Und das zweite Schriftwort, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und versteht das? Nirgends im Alten Testament. Aber im Neuen Testament ist es ähnlich formuliert wie in Matthäus 10 oder Lukas 10. Irgendwie dazwischen in der Formulierung. Damit wird ja ein Wort von Jesus als Heilige Schrift angeführt. Und das ist ganz wichtig und grundsätzlich. Ein Zitat hier, das ich von Hermann Bredebos weitergeben möchte. Man weiß aus der damaligen Zeit im Judentum, dass die formale Struktur des Apostolates, das heißt des Apostelamtes, jüdischen Rechtsverhältnissen entnommen ist. Das jüdische Recht kannte die Person des Schaliach, des Gesandten, den Mann, der im Namen anderer mit Vollmacht auftritt und dessen Bedeutung uns folgendermaßen genau beschrieben wird. Der Schaliach, also der Apostel, der Gesandte, eines Menschen ist wie dieser selbst. Das heißt also, es war auf dem Hintergrund des Judentums klar, wenn Jesus seine Boten aussendet und die sagen jetzt ein Wort in seinem Namen, dann ist das das Wort Jesu. Das ist gleich. Es gibt Bibelausgaben, wo die Worte Jesu rot gedruckt sind. Ich bin nicht begeistert davon, weil der Eindruck erweckt wird, das seien besonders wichtige oder authentische Teile der Bibel. Nein. Die Apostelworte sind genauso Worte Jesu. Das Wort der Apostel hat die Autorität Jesu Christi. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch hört, der hört mich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir kommen zu dem biblischen Selbstzeugnis, die haben wir ja erst schon verlesen bekommen, nach 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift, das ist zunächst mal jede Schriftstelle, jede einzelne Schriftstelle vom griechischen Begriff Graphä her, aber auch dann die ganze Heilige Schrift, nämlich hier des Alten Testaments in dem Zusammenhang, weil es das Neue ja noch nicht oder fast noch nicht gab, nur kleine Teile vielleicht. Ist von Gott eingegeben, eigentlich müsste man übersetzen, da von Gott eingegeben, ist auch nützlich zur Lehre. Luther ist hier nicht genau in der Übersetzung. Auf jeden Fall nicht so weit von Gott eingegeben, sondern da von Gott eingegeben, ist eingegeben. Theopneustos im Griechischen, inspiriert griechisch, Gott gehaucht. Da durch dieses Wort schriftlich weht der Geist Gottes. Es sind Menschenworte, Menschen haben es aufgeschrieben, aber der Geist Gottes hat sie irgendwie auf geheimnisvolle Weise dabei geleitet und sein Wort ist nun erfüllt von Gottes Geist und wirkt durch dieses Wort. Gott durch Geistes, geistet. Und von Inspiration kann man ja unterschiedliche Dinge denken. Es gibt ein dreifaches Inspirationsverständnis. Einmal die Realinspiration, das besagt, Gott gab die Idee ein, aber was daraus geworden ist schriftlich, das ist eine andere Sache. Dann die Personalinspiration, Gott hat Menschen erwählt und sie beauftragt, aber was sie dann aufgeschrieben haben, ist auch wieder eine menschliche Sache. Oder Verbalinspiration, Gott gab den Bibeltext selbst ein, ohne dabei die menschliche Freiheit einzuschränken.
Ich denke, wenn wir von unserem Text, den wir gerade gelesen haben, herkommen, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Klar, da ist von der Schrift die Rede. Das Endprodukt, das wir in der Hand haben, das ist von Gottes Geist durchweht und das bezieht sich eben dann ohne Einschränkung auf die ganze Bibel. So auch Gerhard Mayer, das Ende der historisch-kritischen Methode. Was heißt denn verbale Inspiration? Wird oft missverstanden. Heißt das denn wörtliches Diktat? Gott hat alles wörtlich diktiert? Nein. Wir haben so Beispiele, sind aber relativ wenig. Die Sendschreiben zum Beispiel in der Offenbarung, da heißt es ausdrücklich Offenbarung 2, Vers 1, dem Boten der Gemeinde in so und so schreibe. Und dann kommt ein Diktat, was der erhöhte Herr dieser Gemeinde zu sagen hat. Da ist ein Diktat, ist eindeutig. Aber das finden wir wenig sonst. Es gibt einen Schreibbefehl, zum Beispiel 2. Mose 17, nach der Schlacht mit Amalek. Schreibe dies in das Buch. Aber kein Diktat, sondern dann schreibt Mose. Es gibt eine schriftlich festgehaltene Prophetie. Also Jesaja zum Beispiel hat seine prophetischen Reden gehalten, die Gott ihm aufgetragen hat. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo er das festhalten sollte. Und Jesaja 8, Vers 16 scheint das zu erwähnen. Binde das Zeugnis zusammen, mach da ein Ganzes draus, schriftlich. Und das sind zwei verschiedene Vorgänge. Jesaja war ein Prophet, hat mündlich gepredigt, er war aber auch ein Schreiber. Er hat das zusammengefasst und ein Buch daraus gefasst, nämlich im Auftrag Gottes alle 66 Kapitel. Dann die Veröffentlichung persönlicher Gebetslieder, also etwa Psalm 3. David ist auf der Flucht vor Absalom, er ist in großer Not, er betet zu Gott, drückt sein Vertrauen aus, ruft ihn an um Hilfe, erfährt Gottes Hilfe und dieses Lied, das er da geschrieben hat oder angefangen hat oder gebetet hat, hält er später schriftlich fest und dann ist ja der Zeitpunkt gekommen, schon vorher, vor dieser Zeit, dass er die Bundeslade heimgeführt hatte nach Jerusalem und dort ein provisorisches Zeltheiligtum errichtet hatte, wo die Gemeinde Israels eingeladen war oder gerufen war, um Gott anzubeten dorthin. Und da brauchten sie ein, ich sag mal, Liederbuch. Und da hat David nun seine persönlichen Gebetslieder, diesen Psalm auch dann später, mit dazugenommen. Und auf einmal wurde aus dem persönlichen Gebet ein vorgegebenes Gebet, ein Psalm für die anwesende Gemeinde. Und nicht nur das, im Neuen Testament werden diese Psalmworte, die persönliche Gebete waren, und dann auf einmal Lieder für die Gemeinde, werden als Wort Gottes, Gott spricht, bezeichnet. Das ist auch eine Art von Inspiration über Jahrhunderte hinweg mit der Entstehung dieses Buches. Sorgfältige Recherche. Lukas sagt, ich bin allem mit großer Sorgfalt nachgegangen, hat Augenzeugen befragt und alles hineingearbeitet in sein Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Auch das ist Inspiration. Glaubenweckende Zeugenberichte, es gab Zeugen des Auferstandenen. Und so schreibt Johannes in seinem ersten Brief, wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch. Und auch das ist ein Vorgang der Inspiration. Es ist ein vielfältiger Vorgang. Wenn wir fragen, ja, wie geschah das dann? Nun, der Vorgang der Inspiration an sich ist ein Geheimnis. Wie alles, was Gott tut. Aber auf jeden Fall, Gott lässt dem menschlichen Autor Freiheit, also in der Stoffauswahl, freie Stoffauswahl. Matthäus und Lukas berichten alle drei Versuchungen Jesu in der Wüste. Markus nur allgemein, er wurde versucht. Und dann sagt er eine weitere Einzelheit, die sonst Matthäus und Markus nicht haben. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
Das ist persönliche, freie Stoffauswahl. Oder bei der Taufe Jesu sagen die einen, um das Wort Gottes vom Himmel her zu zitieren, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und andere sagen, dies ist mein lieber Sohn. Was jetzt, du oder dies ist mein lieber Sohn? Und das eine ist ein wörtliches Zitat, das andere ist ein sinngemäßes Zitat. Auch das gehört zur Freiheit des Menschen. Und trotzdem, verbal, Inspiration, beides ist gültig. Gott gebraucht bei der Verbalinspiration menschliche Sprache und menschliche Ausdrucksweise und Stilmittel. Zum Beispiel Bildworte. Jesus sagt im Blick auf Herodes, sagt diesem Fuchs, und er meint kein Fuchs, sondern er meint einen Menschen, nämlich den Herodes, der listig war und raffiniert und so weiter. Lukas 13, 32. Und das ist klar, dass solche Bildworte gibt, nicht buchstäblich gemeinte Ausdrücke in der Bibel. Oder wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es aus. Jesus will damit nicht zur Selbstverstümmelung aufrufen, sondern es ist bildlich gemeint. Dann mach einen Schlussstrich mit einer dummen Angewohnheit oder so. Übertreibungen. Oder auch gibt Untertreibungen. In diesem lobe ich euch nicht, sagt Paulus zu den Korinthern, glaube ich, und will damit sagen, damit tadle ich euch. Das sind einfach menschliche Ausdrucksweisen, menschliche Sprache, und Gott lässt sich herab auf das, was wir Menschen sich ausdrücken, und das ist auch Verbalinspiration. Bei allem zu bedenken, der menschliche Autor ist mehr als Griffel oder Sekretär Gottes, also willenloses Werkzeug. Nein, Gott ehrt den Menschen, adelt ihn, gebraucht ihn, respektiert ihn. Wie das zusammenpasst, das ist ein Geheimnis. Wie geschah Verbalinspiration? Gott autorisiert von Menschen geschriebenes Wort als Gottes Wort, als sein Wort. Also die Psalmen, ich sagte schon, sind verbindliches Gottes Wort, auch wenn sie ursprünglich eigene Gebete der Menschen waren, des David vor allen Dingen. Und Jesus zitiert in Johannes 10 aus Psalm 82 und nennt die Stelle Gottes Wort, obwohl es ein Psalmwort ist, also von Menschen geschrieben, eindeutig, und trotzdem ist es Gottes Wort, es ist Schrift. Es fällt beides zusammen, Gottes Wort und Menschenwort sind in der Schrift vereint. Frage also, wie verhalten sich der göttliche und der menschliche Anteil der Bibel zueinander? Antwort, die Bibel ist, wir können nicht anders sagen, zu 100% Menschenwort und zu 100% Gottes Wort. Und das ist ja nichts ganz völlig Neues. Jesus ist ja auch zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Das passt eigentlich gut zusammen. Gottes Wort gleich Menschenwort. Worauf soll der Glaube ruhen, ist das Thema heute Abend. Antwort: auf dieses Menschenwort, dass Gottes Wort zur gleichen Zeit ist, die ganze Bibel ohne Abstriche. Einer, der das schon vor Jahrhunderten so schönen Worte gefasst, auch wenn es nicht die Sprache unserer Zeit ist, Johann Georg Hamann. Er fasst es in diese Worte: Gott, ein Schriftsteller. Er will genau das damit sagen, was ich eben ausgeführt habe. Gott hat durch die Apostel und Propheten eine Schrift entstehen lassen. Die Eingebung dieses Buches ist eine ebenso große Erniedrigung und Herunterlassung Gottes als die Schöpfung des Vaters und Menschwerdung des Sohnes. Das ist ein erstaunlicher Satz. Das heißt, Gott hat sich bei der Erschaffung der Welt herunterbegeben, denn er ist ja viel größer und herrlicher als die schönsten Aspekte dieser Schöpfung. Ist doch unendlich viel größer. Es ist eine Erniedrigung für ihn. Und die Herunterlassung in der Menschwerdung des Sohnes ist klar, er nahm Knechtsgestalt an, bis hin zum Kreuz. Es wird jetzt verglichen mit der Herunterlassung des Heiligen Geistes in der Schrift. Ich denke, da ist schon was daran.
Aber es geht weiter. Immer noch Haman, die Demut, alte Rechtschreibung, des Herzens ist daher die einzige Gemütsverfassung, die zur Lesung der Bibel gehört und die unentbehrlichste Vorbereitung zur selbigen. Das heißt, wenn wir die Bibel recht lesen wollen, dann brauchen wir ein demütiges Herz. Gott hat sich herabgelassen, Schöpfung, Erlösung, Schriftwerdung. Dann ist unsere Antwort nicht ein hochmütiges sich drüberstellen, sondern sich auch ein Herablassen in Demut. Das Wort dieses Geistes ist ein ebenso großes Werk als die Schöpfung und ein ebenso großes Geheimnis als die Erlösung der Menschen ist. Ja, dies Wort ist der Schlüssel zu den Werken der Ersteren und den Geheimnissen der Letzteren. Ähnliches hatten wir schon gerade gehört. Noch ein Zitat von Haman, das ein bisschen merkwürdig erscheint, aber das kann ich nicht auslassen. Wir liegen alle in einem so sumpfigen Gefängnis, worin sich Jeremias befand. Alte Lumpen dienten zu den Seilen, ihn herauszuziehen. Diesen sollte er seine Rettung zu danken haben. Nicht das Ansehen derselben, sondern die Dienste, die ihm selbige taten, und der Gebrauch, den er davon machte, erlöste ihn aus der Gefahr des Lebens. Was will er damit sagen? Jeremia war in dieser Zisterne hineingeworfen, und dann kam ja Ebed-Melech und hat ihn mit einem Stricken, die er aus alten Tüchern, Lumpen zusammengebunden hatte, herausgezogen. Und jetzt wäre es falsch, da zu kritisieren, warum so alte Lumpen. Hauptsache, sie haben ihn gerettet. Und so ist es mit der Bibel, sagt er. Gott hat sich da herabgelassen, und sie zu kritisieren, ist fehl am Platz. Und wir verdanken ihr die Rettung. Aber natürlich, man kann das auch missverstehen, und von daher ist einem nicht so ganz wohl bei diesem Zitat. Heinz-Peter Hempelmann hat das aufgegriffen, diese ganzen Sätze und Gedanken von Haman in einem Plädoyer für eine Hermeneutik der Demut, so wie er es nennt. Da sagt er unter anderem, Gott und sein Wort ist unfehlbar, weil es uns unfehlbar den richtigen Weg zum ewigen Leben weist. Zitat von Adolf Schlatter. Soweit, so gut. Es geht weiter. Hermeneutik der Demut geht davon aus und erfährt es, die Bibel ist unfehlbar. Gottes Wort weist unfehlbar den Weg zum ewigen Leben. Für eine Hermeneutik der Demut verbietet es sich, von Fehlern in der Schrift Bibel zu sprechen. Also er sagt auch, die ganze Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort. Aber jetzt kommt ein Satz, der mir Bauchweh macht. Eine Hermeneutik der Demut bekennt die unfehlbare Wahrheit der Bibel und verzichtet darauf, hier einen rationalistischen, offenbarungsfremden und darum unbiblischen Wahrheitsbegriff zu unterstellen. Sie weist die Frage nach der Irrtumslosigkeit der Bibel als nicht bibeltreu ab, weil der Bibel nicht gemäß. Da kommen die alten Lumpen wieder, die ich erwähnt habe bei Haman. Was ist seine Sicht? Kurz zusammengefasst, Heinz-Peter Hempelmann sagt so in der Hermeneutik der Demut, die Bibel sei unfehlbar, es sei falsch, der Bibel Fehler zu unterstellen. Die Unfehlbarkeit der Bibel meine, dass Gott uns durch sie nicht in die Irre leite. Es sei aber unangemessen, die Bibel als irrtumslos zu bezeichnen, dies sei kein biblischer Begriff. Irrtumslosigkeit entspreche nicht dem hebräischen Wahrheitsbegriff, Emet, der mehr die persönliche Treue bezeichnet. Also er differenziert her, unfehlbar ja, irrtumslos nein. Deswegen die Frage noch, ist die Bibel irrtumslos? Sein eines Argument war, das ist kein hebräischer Wahrheitsbegriff, kein alttestamentlicher Wahrheitsbegriff. Der hebräische Wahrheitsbegriff Emet schließt aber die sachliche Richtigkeit mit ein. Bringt euren jüngsten Bruder Benjamin hierher nach Ägypten, sagt Josef, seinen Brüdern, die ihn nicht erkannten. Und dann werde ich sehen, ob
Wahrheit ermet in eurer Rede ist. Ist das nur persönliche Treue? Das ist auch sachliche Richtigkeit. Natürlich, es ist auch sachliche Richtigkeit. Ob es stimmt, will er wissen. Ob es stimmt, dass sie noch einen jüngeren Bruder haben. Man kann nicht sagen, die sachliche Richtigkeit kommt nicht vor im Alten Testament, im Wahrheitsbegriff. Es ist ein unbiblischer Begriff, irrtumslos. Wenn man die Konkordanz aufschlägt, wird man das Wort nicht finden. Das ist klar, aber das besagt nicht viel. Dreieinigkeit kann man auch nicht finden in der Konkordanz. Und trotzdem ist es ein biblischer Begriff, ein biblischer Sachverhalt. Rationalismus war das Argument. Nun, das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel ist die Antwort auf den rationalistischen, eben verstandesbetonten, bibelkritischen Angriff auf die Bibel. Und deswegen werden entsprechende Begriffe gewählt. Fundamentalismus, auch das wird vorgeworfen. Der Begriff des Fundamentalismus geht zurück auf die Besinnung, auf die Fundamente, the fundamentals, des Glaubens in der Abwehr der Bibelkritik vor ca. 100 Jahren in Amerika, als die Bibelkritik rüberschwappte über den Atlantik nach Amerika von Europa, vor allen Dingen Deutschland, herkommend. The German Criticism war auch eine Bezeichnung für die Bibelkritik. Da hat man sich besonnen auf die Fundamente des Glaubens, die unaufgebbar sind. Und daher stammt dieser Begriff Fundamentalismus. Der Begriff wurde aber inzwischen total verändert und auch auf den Islam übertragen und dann verstanden als eine Bewegung, die gewaltbereit ist, die schon die Bomben gelagert hat für den nächsten Angriff und so weiter, sodass der Begriff heute nicht mehr zu verwenden ist, gebrauchbar oder ratsam ist. Aber eigentlich stammt er daher, dass man sich besonnen hat gegenüber der Bibelkritik auf die Fundamente, auf die Grundlagen, könnte man auch sagen, des Glaubens, die unaufgebbar sind. Die Schöpfung der Welt, die Erlösung am Kreuz auf Golgatha, die Jungfrau Maria und so weiter. Ich persönlich verstehe die Bibel als irrtumslos und das entspricht dem, was in der ersten Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift von 1978 auch zum Ausdruck kommt. Da haben sich international Theologen getroffen aus vielen Ländern in Amerika und haben da eine lange Erklärung zusammengestellt. Man kann das selbst im Internet recherchieren. Ich habe hier nur mal drei Zeilen mal rausgenommen, weil es sonst zu lang gewesen wäre, aus Artikel 12. Wir bekennen, dass die Schrift in ihrer Gesamtheit irrtumslos ist und damit frei von Falschheit, Betrug oder Täuschungen. Als ich 1986 nach Liebenzell kam, habe ich diese vier hermeneutischen Schlüssel zur Bibel vorgefunden. Es hat mich sehr gefreut. Erstens, der Heilige Geist ist der eigentliche Bibelautor hinter menschlichen Autoren. Das heißt, zur Auslegung der Bibel brauchen wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Eigentlich ganz einfach und ganz klar, wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir die Bibel auslegen, wenn wir sie lesen. Zweitens, die Heilige Schrift erklärt sich selbst. Eigentlich finden wir die Antwort auf die biblische Fragen in der Bibel selber. Daher keine Spekulationen, sondern wir erklären dunkle Stellen durch helle, eindeutige. Drittens, Jesus Christus und sein Heilswerk sind Mittelpunkt der Heiligen Schrift. Auch ganz eindeutig, das Alte Testament führt zum Kreuz Christi, das Neue Testament beschreibt es und kommt davon her. Und das vierte, die Heilsgeschichte ist der rote Faden der Heiligen Schrift. Sie verbindet Altes und Neues Testament. Zur Auslegung der Bibel gehört die heilsgeschichtliche Einordnung der Stelle. Apropos Heilsgeschichte, habe ich eine ganz einfache Grafik ohne Details
Da könnte man viel noch ergänzen, da ist nicht die Rede von Details der Endzeit und so weiter, 1000 Jahre, es kommt alles nicht vor, sondern die groben, großen Linien der Heilsgeschichte, die man eben beachten muss einer Bibelauslegung. Wir haben die Planung und Notwendigkeit der Erlösung, die Schöpfung, dann im Alten Testament die Vorbereitung der Erlösung, dann im Neuen Testament die Durchführung und Erklärung der Erlösung, Erklärung in den Briefen vor allen Dingen, aber auch in den Evangelien schon. Heute die Anwendung der Erlösung und die Einladung dazu und künftig die Vollendung der Erlösung. Es ist ganz einfach und grundlegend. Aber das heißt praktisch, wenn ich die Bibel auslege, darf ich jetzt nicht Opfergesetze oder Reinheitsgebote des Alten Testaments als gültig für heute erklären. Das ist eine Verwechslung in der Heilsgeschichte. Das ist heute nicht dran. Oder ich darf auch nicht Dinge der Vollendung in der Zukunft auf heute übertragen, dass es keine Tränen mehr geben darf, kein Leid mehr geben darf und so weiter, dass Jesus schon als der König überall bekannt wird und so weiter. Das ist heute noch nicht dran, dass der Sieg schon voll sichtbar wird. Wir müssen uns auf die heutige heilsgeschichtliche Situation einstellen, heute Anwendung der Erlösung und Einladung. Ich schließe ab mit 3 häufigen Einwänden gegen das Verständnis der ganzen Bibel als Gottes Wort und Menschenwort. Erster Einwand, aber es gibt doch Widersprüche. Ich möchte dazu sagen, es gibt Unterschiede, ja, in Details der synoptischen Berichte, also Matthäus, Markus, Lukas, auch Johannes. Aber diese Unterschiede sind wertvoll. Sie sprechen für die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Sie zeigen, es gab verschiedene Blickwinkel, unterschiedliche Stoffauswahl. Ihr Zeugnis ist echt. Wenn vor der Polizei mehrere Zeugen befragt werden, alle sagen genau dasselbe, dann ist der Verdacht, dass sie sich abgesprochen haben. Aber so hat jeder aus seinem Blickwinkel, wie er es erlebt hat, im Fall von Markus und Lukas, die ja dann noch andere gehört haben, die Augenzeugen waren, ihre Sicht gebracht, und das ist wertvoll, unterstreicht die Glaubwürdigkeit. Ergänzung ist da von Rede und zu reden und nicht Widerspruch. Oder es sind vielleicht gar nicht dieselben Begebenheiten, vielleicht gibt es ja auch ähnliche Begebenheiten wie die Speisung der 5000 und der 4000. Oder wer versuchte David als Beispiel zur Volkszählung? War es Gott oder Satan? 2 verschiedene Aussagen in den Büchern des Alten Testaments. Können wir so stehen lassen einmal, aber es gibt die mögliche Erklärung, Gott ließ zu, dass Satan David prüfte. Gott hat das letzte Wort natürlich, aber vordergründig hat er es auch Satan wie bei Hiob überlassen. In dieser Situation. Oder waren im Grab 1 oder 2 Engel im Grab Jesu? Auch da kann man sagen, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Vielleicht waren 2 Engel im Grab, aber nur einer war der Sprecher. Wissen es nicht genau. Wenn Widersprüche nicht aufzulösen sind, dann gebe ich den Rat, anscheinende Widersprüche und Unstimmigkeiten nicht um jeden Preis auflösen. Einfach das Problem als ungelöst stehen lassen und abwarten. Abwarten, bis es neues Licht gibt. Manchmal gibt es auf einmal neues Licht durch ein Buch, das man liest, oder wird einem so klar. Aber nicht wegen unklarer Stellen der Bibel die ganze Bibel in Frage stellen. Das wäre die falsche Reaktion. 2. Einwand: Hat die Bibel nicht ein primitives Weltbild? Klar, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Das ist auch nicht ihr Zweck. Ihr Zweck ist die Offenbarung Gottes und seines Heilsplanes. Die Bibel beschreibt die Welt zeitlos aus der Sicht des Beobachters, des irdischen Beobachters. Das ist ganz wichtig. Sie legt keinen Wert auf wissenschaftliche Fachsprache, sondern hier wird vom Beobachter aus die Dinge beschrieben, wie Gott bei der Schöpfung die Sonne in den Himmel gesetzt hat und so weiter. Und die Bibel verwendet zur Beschreibung der Welt die alltägliche Sprache, zum Glück. So konnten es Christen aller Jahrhunderte verstehen.
keine wissenschaftliche Fachsprache. Übrigens machen wir ja auch. Ich habe mal zum Scherz eingegeben, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, dachte, dann käme so als Antwort bei Google primitives Weltbild. Nein, wunderschöne Bilder, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also das wird ernst genommen, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, auch heute noch in der Sprache, in der Alltagssprache. Die Bibel lehrt trotz gelegentlicher poetischer Bildsprache kein veraltetes Weltbild, sondern das Aufeinanderbezogensein und Ineinander der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Natürlich, die Bibel beschreibt den Lauf der Gestirne aus irdischer Perspektive und oft auch poetisch. Psalm 19. Er hat der Sonne ein Himmelszelt gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sonne wie ein Bräutigam, ist eindeutig ein Bild. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft dahin bis an das andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das ist bildhaft, das ist ein Gedicht. Und da ist das normal, dass Bildworte verwendet werden. Das ist nicht buchstäblich zu meinen, zu lesen. Und die Bibel beschreibt die Natur zwar nicht in moderner wissenschaftlicher Fachsprache, aber sachlich korrekt aus der Sicht des Beobachters, so auch bei dem Hasen. Denn er ist zwar ein Wiederkäuer, natürlich nicht so wie die Kuh, aber auf andere Weise, er frisst den Kot und käut dadurch wieder. Und so weiter. Der Hase als Wiederkäuer, sachlich richtig, wenn auch nicht wissenschaftliche Fachsprache, aber von der Beobachtung völlig korrekt. Dritter Einwand, gibt es nicht doch Zeitbedingtes in der Bibel? Ich möchte so formulieren, nein, nicht Zeitbedingtes, aber Zeitbezogenes. Das ist ein Unterschied. Zeitbedingt wäre, wenn eine Aussage der Bibel eben relativ aus der damaligen Zeit ist und heute ihre Gültigkeit verloren hätte. Aber Zeitbezogenes heißt, hier kommt Gottes ewiges Wort in diese Welt hinein und antwortet auf Anfragen oder Umstände oder Schwierigkeiten unserer Zeit. Alttestamentliche Propheten nahmen mit dem ewigen Gotteswort Bezug auf den aktuellen Abfall des Gottesvolkes. Klar, das waren zeitbezogene Aussagen, aber die, weil sie Gottes Wort sind, auch heute noch Bedeutung haben. Und Paulus nahm mit dem ewigen Gotteswort Bezug auf die zeitbedingte Situation der Gemeinde. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel, Götzenopferfleisch ist für uns heute eigentlich kein Problem mehr, aber er gibt da genaue Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat, indem er nicht einfach irgendwas sagt aus dem Bauch heraus, sondern Gottes Wort sagt in die Situation hinein. Und das können wir übertragen auf andere Fälle, die heute anders sind, gelagert sind, und trotzdem können wir da für heute lernen, weil Prinzipien drin stecken, die ewige Bedeutung haben. Worauf soll der Glaube ruhen? Die Antwort heißt, auf dem Wort Gottes, das wir schriftlich haben, in der Bibel, als Gottes Wort, Menschenwort in einem. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Mit haben wir beginnen, ich lese es nochmal zum Schluss. Diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ich möchte beten. Ja, du hast gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt, und lässt sich gar nicht grauen. Wir haben Dank, Herr Jesus, dass wir dein Wort schriftlich in Händen halten dürfen, dass du es uns schwarz auf weiß gibst, was Grundlage unseres Glaubens allein sein kann im Leben und im Sterben in Zeit und Ewigkeit. Dafür danken wir dir, dafür loben wir dich, dafür beten wir dich an. Amen. Wir singen das angezeigte Lied. Thank you.
Wir stellen uns unter Gottes Segen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräften, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mal herzlich zur Mahlfeier einladen. Allen anderen einen guten Nachhauseweg. Seien Sie Gott anbefohlen. Auf Wiedersehen.